Vielen Dank, Dr. Heißenbüttel, dass Sie uns noch mal klar gemacht haben, auch mit 49 Zügen bleibt Stuttgart 21 eine einzigartige Zerstörung unserer Stadt und unserer Kultur, wie wir sie hier einzigartig vor Ort haben. Und liebe Freundinnen und Freunde, deswegen ist es so wichtig, dass unser Widerstand weitergeht. Und er geht schon ein ganzes Weilchen. Und deswegen freue ich mich auf einen ganz besonderen Termin. Am 17.07. werden wir alle gemeinsam ein Jahr Mahnwache feiern, zum Dank all derjenigen Fleißigen, die hier ein Jahr unermüdlich mit unseren Argumenten und unseren Fakten die Bürgerinnen und Bürger unabhängig informiert haben. Am 17.07. mit einem reichen Kulturprogramm feiern wir gemeinsam ein Jahr Mahnwache. Und bei der Tunnelbahn ruft auch immer noch, wir haben da gerade ein neues unabhängiges Gutachten, die völlig intakten Bäume im Schlossgarten gefährdet. Weiß ich auch schon auf einen Termin, der ein bisschen in der Zukunft, aber wir haben ja kein Problem mit der Zukunft liegt. Am 24.07. wird im Park Konstantin Becker und Hannes Wader ein Konzept zum Schutz der Bäume geben und des Tages und gegen Stuttgart 21. Nicht vergessen, morgen die Einladung der Seniorinnen und Senioren für K21 wahrzunehmen, zum Frühstück gemeinsam vorm Bautor. Und dann laufen wir jetzt gemeinsam, wie wir es gewohnt sind, die Friedrichstraße, die Bolzstraße hoch zum Schlossplatz und tragen hier heute wieder zu Tausenden unser Oben bleiben in diese wunderschöne Stadt, damit sie weiter so schön und so fortschrittlich bleibt. Oben bleiben und jetzt zum Abschluss noch einmal.